Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Cast 2. Heute mit einer Kombination, die sich mehr als gewaschen hat. Wir sitzen nämlich im Turboschwein Porsche 93580, ein Rennwagen aus dem Jahre 1980 und eine Einzelanfertigung Porsches im Kundenauftrag und quasi Nachfolger von ikonischen Fahrzeugen wie zum Beispiel Moby Dick oder auch dem 93578, den wir hier im Spiel haben. Und das sind alles Fahrzeuge, die in der DRM mitgefahren sind und ein paar Jahre lang diese auch dominiert haben. Und das ist auf jeden Fall das höchste der Gefühle sozusagen. Das ist das neueste Produkt von Porsche für diese Rennserie. Und wie gesagt, ein Kundenfahrzeug. Ich glaube ein Unikat, wenn ich das richtig auf Wikipedia gelesen habe. Wir haben einen 3,2 Liter 6-Zylinder Boxermotor. Und den sehen wir hier hinten auch schon durchscheinen. Und vor allen Dingen sehen wir da was ganz Besonderes. Turbolader. Riesige Turbolader. Oder ein riesiger Turbolader. Das sieht so ein bisschen beides nach Turbolader aus. Ich weiß nicht. Single oder B-Turbo auf jeden Fall. Genug Turbo, um das Ganze auf bis zu 845 PS aufzupusten. Das werden wir heute allerdings nicht machen. Wir fahren heute ein KI-Rennen gegen die Gruppe 5 Konkurrenz und werden deswegen so auf 75%, ist glaube ich der Standardwert, Turbo fahren, was ungefähr 720 PS uns beschert. Und das Ganze auf einem Leergewicht von ca. 1000 Kilo. Das wird also schon richtig abgehen. Ein bisschen Aerodynamikpaket haben wir auch dran. Und wir fahren das Ganze heute auf Donington Park und mit der Virtual Reality. Und die Brille ziehe ich mir direkt mal auf und dann machen wir auch gleich die Musik aus und die Wheelcam an. Und dann kann es losgehen. Zack und zack, jawohl, Tachchen. Und dann gehen wir hier aus dem Fotomodus mal raus und gucken uns mal kurz das Cockpit an. Das sieht nämlich auch unfassbar geil aus, finde ich. Typisches Renncockpit, komplett leergeräumt, aber schön offen eigentlich. Ich habe letztens noch in Virtual Reality in einem LMP1-Renner gesessen, da hast du hier gefühlt dreimal so viel Platz und es wirkt wie eine Großraumwohnung im Vergleich. Wir haben natürlich komplett leergeräumtes Cockpit, wir haben Überrollkäfig, wir haben kein Beifahrersitz drin, natürlich nicht, keine Türverkleidung und vorne auch kein Handschuhfach, sondern sehen da direkt die blanke Sicherung liegen. Das Einzige, was noch so ein bisschen an die Herkunft dieses Rennwagens erinnert von innen, ist das Armaturenbrett quasi mit diesem riesigen Drehzahlmesser in der Mitte, Porsche typisch platziert. Und ziemlich geil eigentlich. Wir hören noch mal rein. Ich mach mal den Motor an, würde ich sagen. Da hören wir den guten Kollegen. Wenn ihr mal auf die Anzeige rechts hier achtet, da gehen grüne LEDs an, die uns den Turboladedruck anzeigen und man hört dann auch direkt die Turbos pfeifen und peitschen. Aber das hören wir gleich noch zu Genüge. Ich fahre gegen die KI auf Donington Park, auch wenn die Fahrzeuge hier gar nicht unterwegs gewesen sind, aber ich dachte, das wäre mal eine schöne Kombination und wir legen los. Fahrzeug abgewürgt, das wollte ich eigentlich vermeiden. Man muss ein bisschen mit der Kupplung spielen am Start. Zum einen durch den Turbolader dürfen wir da schnell Gefahr, in ein Turboloch zu geraten. Zum anderen ist die Getriebeübersetzung auch durch das Vierganggetriebe recht lang gewählt. Aber gut, wir kommen wieder ran. Lassen hier der KI in den ersten Runden auch oder in den ersten Kurven auch ein bisschen Luft. Braucht ja immer so ein bisschen Zeit, um sich zu setzen und einzuordnen. Und dann geht es erst richtig los. Aber wir merken auf jeden Fall, der BMW hat eine Mission. Der ist hier komplett auf Harakiri unterwegs und hat zwei Plätze gut gemacht. Hier dem Porsche in die Martini-Lackierung hinterherfahren. So, quetsche ich mal hier zwischen. Der Start lief ja eigentlich recht reibungslos, das ist sehr gut. Ja, und wir genießen mal ein bisschen das Fahren gegen die KI hier, denn die Karren sehen so unheimlich breit aus. Guckt euch das mal an und dann auch da vorne der eckige und mega breite Nissan, den wir hier so ein bisschen ausbremsen. Das sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Da guckt mal, wie wir die auf den Geraden stehen lassen. Der Porsche damals in der Division 1 gefahren, während zum Beispiel BMW 320 Turbo und auch Zaxby Capri in der Division 2 gefahren sind. Mit etwas weniger Hubraum auch etwas weniger Leistung produziert haben. Deswegen sind wir hier leistungsmäßig schon in einer anderen Klasse. Wenn es da kaum Gewichtsunterschiede gibt und auch die Performance auf der Bremse und in den Kurven ist ähnlich. Das heißt, wir können wirklich nur auf der Geraden unsere Muskeln spielen lassen. Das werden wir hier auch machen. Hier vielleicht ein schlechter Punkt zum Überholen. Hier muss man nicht besonders aufpassen. Zweiter Gang.
langgezogene Rechtskurve beim Rausbeschleunigen. Kommt da das Auto sehr quer. 8.500 Touren. Da kommt der Drehzahlbegrenzer ein bisschen vorher, liegt die maximale Leistung an. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Sehr unruhig hier, Donington Park. Zwei dicke Bodenwellen in der letzten Kurve der National-Variante. Da darf man noch nicht zu früh Gas geben, genauso wie hier. Schön warten, Scheibenbruch abwarten, dann langsam das Gas einfüttern und auf das Heck aufpassen. Denn trotz dieser riesigen Flügel und Aerodynamikpakete hat man trotzdem noch genug Leistung, um das Heck des Autos quer zu kriegen. Die Reifen sind natürlich Slicks, aber eben auch fast 40 Jahre alt. Dementsprechend sind die schon recht griffig, aber lassen eine Menge untersteuern und übersteuern zu. Da muss man höllisch aufpassen. Sind aber zum Glück nicht ganz so zickig wie heutige Slicks. Das heißt, man kann die Autos auch noch ein bisschen am Limit und darüber hinaus kontrollieren und bewegen. Das sehen wir hier eigentlich recht schön. Mit Halbgas und anständigen Lenkbewegungen kannst du den da im Drift aus dieser Kurve rauszirkeln. Und das macht eine Menge Laune. Jetzt hinter BMW hier. Vorsicht! Ja, da haben wir aber auch die Zickigkeit, die ich angesprochen habe. Ich komme hier raus ohne KI-Kontakt. Ein paar Plätze verloren, aber das macht nichts. Wir leben nämlich noch. Ein Auto ist noch heile. Zu weit raus. Mein Gott. Jetzt auch mal ein bisschen konzentrieren hier. Man muss eigentlich mit diesem Auto in sämtlichen Lebenslagen vorsichtig sein. Nicht nur beim Rausbeschleunigen, sondern auch auf der Bremse. Wir haben eine leicht hecklastige Bremsverteilung. Wenn man da ein bisschen zu spät einbremst, dann läuft man schnell Gefahr, dass das Heck einen überholen will. Und wenn man da nicht schnell genug reagiert, hat man ein Problem, schnell zur Endrunde gerade für uns. Gehen wir mal rechts vorbei, das ist natürlich eine gefährliche Situation. Bisschen mit dem Gas spielen, um nicht zu übersteuern. Oh. Donington Park auch sehr schön umgesetzt hier in Budapest 2. Gerade die Passage nach der ersten Kurve, wenn du so richtig schön in die Weite der Strecke schauen kannst, das kommt so gut rüber. Macht richtig viel Laune. Massiver Quersteher. Das muss so krank gewesen sein damals. Diese Autos in Rennpace und Renngeschwindigkeit über eine Strecke zu bewegen. Aber dann noch auf der Nordschleife. Das muss das Krankeste sein, was man damals so hat machen können. Außer vielleicht, keine Ahnung, sich aus Kanonen schießen lassen im Zirkus oder so. Wir haben mal locker 190 drauf. Und trotz des dicken Flügels hinten hat das Auto mit der Leistung keine Schwierigkeiten, uns da quer zu schicken. Gang bei ungefähr 8.300 Touren Schalke, damit wir da nicht in den Begrenzer kommen. Und dann haben wir bestimmt wohl 260 auf dem Tacho gegen Ende der Geraden. Also auch die Beschleunigung unfassbar geil. Schnellste Rennrunde. Und wir holen auf das vordere Feld auf.
das muss ich vermeiden. Das fühlt sich zwar mega geil an, aber das macht die Reifen so heiß und wahrscheinlich auch kaputt. Und das können wir für die restliche Strecke nicht gebrauchen. Schnellste Sektor 1 Zeit und da sind wir einem weiteren Porsche auf den Fersen. Selbst den können wir hier mit Windschatten und mit besserem Kurvenausgang noch Parole bieten. Boah. 7 minutes remaining. Dann ist halb vorbei, wenn wir hier waghalsige Überholmanöver abliefern. Wir dürften in der Top 10 sein mittlerweile. Unbedingt auf der Bremse aufpassen, nur in der Geraden bremsen, recht wenig Bremsmoment in die Kurve mit reinnehmen, sonst kommt er dir gerne mal quer und das willst du vermeiden. Also die KI könnte auf jeden Fall noch ein paar Stärkepunkte vertragen. Ich wusste aber nicht, wie gut ich mit dem Auto zurechtkomme mit der Strecke, deswegen über mal auf 100 gestellt. Aber so können wir uns wenigstens ein bisschen nach vorne arbeiten. Können wir uns mal schön schnell fühlen. Der schnellste im Feld. Der Schumacher der Neuzeit in Retrofahrzeugen. Der Grenzer knattert. Oh, das sieht so geil aus. Etwas spät in Richtung Scheitelpunkt. Auch hier fieses Übersteuern. Das sind bestimmt 180, die wir da drauf haben. Oh Gott, ey, da musst du höllisch aufpassen. Sehr viel mit der Lenkung arbeiten, um das Auto wieder abzufangen. Aber auch eben kein zu heftiges Übersteuern zulassen. Denn wir haben nur 540 Grad Lenkwinkel. Und können da nicht viel mit ausrichten. Platz 7, good job, keep it up. Platz 7. Diese zwei Huckel sind so fies. Wenn man da die Kurve ein bisschen spitzer nimmt, dann übersteuert man so schnell, einfach nur weil sich Unruhe im Heck breit macht. Fahren natürlich mit Standard-Setup, das könnte man wahrscheinlich noch optimieren und da so ein bisschen diese Sprunghaftigkeit rausnehmen. Endspurt hier in England. Leichter Kontakt, kein Quatsch machen hier, den Stichmüller BMW überholen. Okay, mate, you're in sixth. T5 is not far away. Nicht zu spät bremsen. Oh, hier muss man so vorsichtig sein. Ganz sanftes Gas anfüttern. Und den Turbolader definitiv nicht unterschätzen. Sonst wird's schwierig. Ganz vorne Porsche, dann kommen drei Zack Speeds, dann BMW und dann nochmal Porsche, in dem wir sitzen. Mal gucken, ob wir da noch was aufrichten können hier in den letzten Minuten. Fährt ungefähr 1,6er, 1,7er Rundenzeiten. Da hätte man fast weggeschmissen. Hier auch Reifen heiß, jetzt schmeißt man weg. Ne, geht auch noch. Man muss super schnell reagieren, aber dann kriegt man den echt noch abgefangen und stabilisiert. Jetzt nur ein bisschen Vorsicht walten lassen und hier aus der Kurve nicht zu hart rausbeschleunigen.
Man merkt was schon, trotz ganz wenig Gas kommt er trotzdem noch quer. Reifen also definitiv viel zu temperiert. Aber immerhin Platz 5 für uns. Die KI stellt sich auch gar nicht so dumm an. Aber wirklich verteidigen oder so tut es jetzt auch nicht wirklich, aber die nutzt halt schon jede Tür, die offen ist. Das haben wir gerade schon mal gesehen. Mal in, ein bisschen riskanter Move und drücken hier den Zackspeed ein bisschen zur Seite, aber das passt noch. Kein Kontakt zwischen uns beiden, jetzt vorsichtig auf der Bremse hier. Ach guck mal, das ist gar kein Porsche vorne, ich Idiot. Das ist auch ein Zackspeed, das ist ja krass. Vielleicht kommt die KI mit so einem Porsche nicht so gut klar. Schaffen wir es hier echt noch nach vorne zu fahren oder was? Wir sind gerade Zweiter. Und wir haben bestimmt noch eine Runde übrig. Vorsicht! Ja, den kriegen wir doch beim Beschleunigen hier. Schnellste Rundzeit im finalen Sektor und da haben wir es. Die KI sticht nochmal durch hier in der offenen Tür und leichter Kontakt. Da geht er sogar weg. Da bin ich sogar rausgedreht, aber selber schuld. Der hat uns da nämlich nicht genug Platz gelassen. Eine Minute noch übrig, das heißt zwei Runden fahren wir hier wohl noch. Wir haben jetzt hier ein bisschen freie Bahn und können mal laufen lassen den Kahn. Was für ein monströses Auto, ey. Natürlich kein ABS, keine Traktionskontrolle, keine Stabilitätskontrolle und fahren mit der Anschaltung und geben selber Zwischengas, das ganze Gewöhns. Nur dass wir hier so Erster geworden sind noch, das zeigt mir auf jeden Fall, dass die KI ruhig eine Nummer stärker hätte sein können. Aber das liegt halt an meinen Einstellungen, also... Da, der liebe Kai, ein bisschen zu schwach. Ja, da haben wir es geschafft. Hui, schwitzige Hände. Das war doch mal interessant. Eine Minute 7560. Obwohl, ne, gar nicht. Hä? Wieso werden wir nicht als Erster angezeigt, sondern als Neunter? Hä? Egal, aber okay. 1,5539. Und eine Minute 4 Strafe? Was? Warum? Die habe ich aber nicht verdient. Wieso? Das verstehe ich nicht. Egal, ich würde sagen, wir gucken uns die Replay an. Und nutzen das schöne Feature der Streckenkameras. Denn, da können wir die alle beobachten, wie sie hier vorbeifahren. Das sieht so geil aus. Zack, und dann wechseln wir einfach in die nächste Kamera. Ne, die ist hier. Und stehen hier zum Beispiel hinterm Zaun. Und fühlen uns wirklich wie ein Beobachter des Geschehens. Ah, das ist auch mega geil hier auf so einer Empore, auf so einem Stand. Und dann kannst du schön weit gucken, du das ganze Feld, die ganze Rennaction anschauen. Da sind wir, hallo. Mega geil. Hoppala.
Oh, das ist super. Ein bisschen Wind noch und du kommst dir wirklich vor wie am Straßenrand. Ganz große Action hier. Ah, hier ist auch geil. Schön aus der Schikane raus und du stehst hier oben und kannst dir den ganzen Spaß angucken. Das ist schon wieder wir. Ah, oh, das könnte ich den ganzen Tag machen. Mache ich aber nicht. Ich sage danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge Projectcast 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielleicht heute Abend, am Dienstagabend im Livestream. Mal gucken, was wir da machen. Also einfach den Kanal abonnieren. Und dann wisst ihr mal Bescheid. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüssi.